Servus Leute und willkommen zu einem kleinen Review. Heute geht es um den Beamer, den Epson EBU04 von Epson. Das ist ein Gerät, das ausgelobt wird für den Heimanwenderbereich und für den Businessbereich und hat auf Amazon relativ gute Bewertungen, ist ein sogenannter 3-LCD-Beamer. Die Cracks unter euch wissen sicher, was das bedeutet. Ich habe es von einem Kollegen bekommen zum Testen und habe gedacht, ich mache mal ein kleines Video. Weil für mich ist beim Beamer immer entscheidend, erstens, wie hell ist der Beamer und zweitens, wie laut. Und naja, Wärme, Abstrahlung und Funktionalität sind natürlich auch noch ein Thema. Und das soll so ein bisschen Look and Feel Video werden. An sich der Beamer sehr, sehr gut ausgestattet mit allem, was man sich wünscht dabei. Aber jetzt schalten wir das Ding mal ein. Und er braucht ungefähr, ich würde sagen, eine Minute ziemlich genau zum Hochfahren. Und jetzt kommt gleich das Gebläse. Also das wirkliche Gebläse. Und das Ding ist schon laut. Also wir sind natürlich jetzt mit der Kamera relativ nah dran, muss man sagen. Aber das Ding ist im normalen Modus schon ein Föhn, ja. Ist schon so. Die Wärme geht schön nach vorne raus. Das ist jetzt übrigens das Bild, natürlich nicht auf einer Leinwand, sondern an einer Rauffasertapetenwand und bei Tag, um euch mal ein bisschen zu zeigen, wie da das Licht ist. Was ganz interessant ist, es gibt einen Eco-Modus und hört, wie leise der ist. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen Normal und Eco. Ich finde aber, von der Beleuchtung her, von dem Lichtwert hinten nach, ist es nicht so krass. Also für Filme oder sonst was würde ich eher darauf tendieren, tatsächlich im Eco-Modus zu arbeiten. Und ich habe jetzt hier, dadurch, dass ich natürlich jetzt hier nichts irgendwie zeigen kann, außer meinem eigenen Content, habe ich jetzt von meinen Let's Plays mal was genommen und über einen Laptop, über ein HDMI-Kabel laufen lassen und der Sound kommt jetzt über den eingebauten 2 Watt Lautsprecher. Also der hat schon ein bisschen Sound. Also was heißt ein bisschen Sound? Das ist, es ist besser als ein Smartphone, aber nicht viel. muss er auch nicht leisten, aber so für kurze Sachen ist das schon in Ordnung. Jetzt nochmal ein bisschen Eco- und Normalvergleich, damit man sieht, wie das Licht ist. Und das ist immer noch bei Tag übrigens. Ja, also links von dem Ding ist ein Fenster. Und also jetzt mit Hintergrundlautstärke. Ja, hier nochmal der Lautsprecher. Jetzt sind wir sehr nah am Beamer. Jetzt wird natürlich nichts gesagt. Also Lautsprecher ist nicht schlecht. Und das ist jetzt auch noch auch ein Weitwinkel, was man dort sieht, wollte ich nochmal kurz mit reinbringen. Und hören wir nochmal kurz rein. Also ich finde, zwischen Normal und Eco ist tatsächlich im Bild relativ wenig Unterschied. Das ist eigentlich sehr angenehm. Das ist jetzt bei Nacht. Gleiches Videomaterial bei Nacht. Und Sound kommt wieder über den Lautsprecher vom Beamer. So, hier hinten dran schalte ich jetzt nochmal, glaube ich. Genau, jetzt machen wir noch ein bisschen Eco und Normal. Also es ist teilweise, dass der Kontrast, finde ich, sogar ein bisschen besser wird mit Eco in der Nacht. Hier nochmal ein paar Bilder, die ich zeige und meine Frau, die versucht mir das Video zu versauen. Die Bildqualität an sich, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ich finde es relativ gut. Also es kommt natürlich nicht als an den aktuellen Smart, also so den Panasonic, den ich ja hier auch reviewt habe, da kommt es natürlich nicht dran. Aber ja, dafür hat das ganz nette Funktionen, wie zum Beispiel ein Splitscreen, wo man zwei unterschiedliche Eingänge wählen kann und die rechts und links nebeneinander abspielen kann. Aber die Bildqualität an sich ist gut. Ich würde sie tatsächlich als eine 2 einstufen. Wenn ich jetzt den Panasonic als Fernseher mit einer 1
mit Sternchen ansehe, würde ich dem eine 2, vielleicht eine kleine 2 minus geben. Kommt natürlich immer darauf an, wo ihr das abspielt. Also jetzt mit einer Leinwand und mit besseren Lichtverhältnissen, mehr Abstand zur Wand. Weil da haben wir jetzt einen Abstand gehabt von ungefähr, ja, vielleicht 1,20 Meter oder sowas. Dann ist es schon okay. Und wenn ihr gutes Bildmaterial habt, ist das schon echt nice. Ja, dann gibt es einen USB-Port und einen File-Viewer. Und leider kann dieser File-Viewer nur Bilder abspielen. Das ist sehr, sehr schade, besonders im Business-Bereich. Es wird keine PowerPoint, keine PDF oder sonst was erkannt. Auch keine Videoformate. Also ich habe zumindest 2, 3 Videoformate probiert. Und es lässt sich auch aus den Rezensionen nichts anderes erkennen. Das ist anscheinend tatsächlich nur für eine Dia-Show gedacht und für nichts anderes. Was man da noch machen kann, man kann einen WLAN-Stick an den Beamer anschließen und dann hat man anscheinend die Möglichkeit, zum Beispiel über eine App, die Epson mitliefert, beziehungsweise die man im App Store, im iOS App Store runterladen kann, sein Handy auf das Gerät zu spiegeln oder sein Tablet. Ob das jetzt, ja, weiß ich nicht, ob es dafür Anwendungsbereiche gibt, wenn man jetzt irgendwie zockt und das darüber spiegeln möchte. Ob das funktioniert, kann ich auch nicht sagen, aber es gibt es zumindest und dafür ist dieser USB-Port gedacht, weil fürs File-Viewing offensichtlich nicht. Was ganz gut ist, wenn man den ausschaltet, muss zweimal auf den An- und Aus-Knopf drücken und aus und ruhig. Also das Runterfahren dauert quasi, ja, 2 Sekunden, 3 Sekunden, das Hochfahren, wie gesagt, 1 Minute. Und ja, das war ein kurzes Look and Feel. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert, aber es ging primär darum, mal zu sehen, so der Eco-Modus. Der Eco-Modus, der tatsächlich sehr erträglich ist in der Lautstärke, weil der normale Modus, ja, also das Ding, also klar, alle LCD-Beamer haben das Problem. Und LED-Beamer sind halt von der Helligkeit noch nicht da, wo die LCD-Beamer sind. Das ist, ja, muss da jeder selber wissen und hoffentlich haben wir da einen kleinen Anhaltspunkt gegeben. Weil ich finde, der Eco-Modus verringert das Bild nicht so extrem. Die Lebensdauer der Lampe wird laut Epson im Eco-Modus auch deutlich erhöht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber ich meine, irgendwas mit 10.000 Stunden gelesen zu haben. Ich weiß aber nicht, ob das der normale war, aber das seht ihr unten im Link in der Videobeschreibung. Das Ding kostet ungefähr, glaube ich, 650 Euro momentan. Und ich kann es an sich empfehlen, ja. Aber wie gesagt, File Viewer finde ich schade, dass da kein PowerPoint. Im Businessbereich ist es ja super praktisch. Du hast einen Beamer, du hast einen USB-Stick, steckst den da an und lässt die PowerPoint-Präsentation da durchlaufen. Du brauchst keinen Laptop mehr. Deswegen finde ich schade, dass man das Epson da tatsächlich so sagt, das ist ein Business-Gerät, weil dann hätte man lieber auf den Splitscreen verzichtet, weil der die Anwendungsmöglichkeiten, ja, weiß ich nicht, 2 Filme nebeneinander, don't know. Aber an sich ein ordentliches Gerät, das Gerät, was ich davor hatte, ein 4, 5 Jahre alter, was war das, Acer Beamer oder sowas oder Asus, ich weiß gar nicht, einer von den beiden, ich glaube Acer war es. Kein Vergleich zu dem. Also das ist eine ganz andere Welt. Bildqualität viel besser, aber ja, Fernseher würde ich dem immer vorziehen, ganz klar. Also Lautstärke technisch, Bildqualitäten technisch. Und wobei der Beamer jetzt von den Funktionalitäten her deutlich aufgeholt hat. Also Bildeinstellungen oder Trapez kann man dort einstellen. Man kann, ja, wenn der Beamer so schräg auf eine Wand gestellt ist, das einstellen lassen und so. Der hat auch so eine Autofokus-Funktion, wo er im Prinzip bei so Kanten, also wenn das Bild, das er projiziert, unterschiedliche Weiten hat. Ja, also sprich, ihr projiziert das auf eine Eckwand quasi. Ja, Anwendungsfall, Fragezeichen, aber theoretisch machbar. Und wir hatten das auch kurz getestet und dann fokussiert er so, dass das Bild komplett scharf ist. Also da hört man aber auch, dass der Beamer da arbeitet. Also da gibt es dann immer so kleine, so wie bei einer Kamera, wenn die den Autofokus stellt. Weiß nicht genau, wie er das macht, aber er tut's. Und deswegen denke ich, für Leute, die im Heimkinobereich sind, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber ich bin auch im Heimkinobereich jetzt nicht so der größte Beamer-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht können sich hier Leute auch mal dazu äußern, die den Beamer schon im Einsatz haben im Heimkinobereich oder einen ähnlichen Beamer im Heimkinobereich haben und einfach ihre Erfahrungen dazu
mal posten. Das wäre sehr, sehr spannend, auch für die Leute, die vielleicht überlegen, mal so einen Heimkinobereich zu machen. Weil ich bin, wie gesagt, aktueller Only-Fernseher-Fan. Aber ja, warum sich nicht eines Besseren belehren lassen? So, jetzt habe ich viel drumherum gelabert. Das Review von dem Beamer ist ja schon längst vorbei. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ihr konntet was rausziehen, allein schon wegen der Lautstärke, was ja immer ein Thema ist bei Beamern. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.